to the day before the world ends. So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es um The Day Before, neues Game, das jetzt eigentlich nichts Neues ist, aber wieder viel verspricht. Early Access, es soll aber auch schon bereits im zweiten Quartal 2021 kommen, auf Steam für den PC und später gegebenenfalls noch für eine Konsole oder für Konsolen, wie auch immer. Es ist ein Open World Survival PvE PvP Game von Fantastic, ist ein russischer Hersteller von Spielen, also ein Producer. Ich habe jetzt gedacht, ich gehe mal den Trailer durch. Mich interessiert es natürlich erstmal extrem. Ich bin natürlich ein sehr großer Fan von Survival Games, Open World Survival Games. Doch leider bin ich auch schon des Öfteren und immer wieder enttäuscht worden. Mittlerweile kommt halt so viel Müll raus und es gibt mittlerweile halt auch schon alles. Und dieses Spiel verspricht wieder mal viel. Ob es das Ganze halten kann, mag ich schon ein bisschen zu bezweifeln. Ich bin da echt schon ein bisschen geschädigt. Ich würde mich freuen, wenn es mich von was Positivem, also wenn es mich positiv überrascht. Aber ich habe mir gedacht, wir gehen jetzt mal so einen kleinen Gameplay-Trailer durch und ich gebe immer mal ein bisschen meinen Senf dazu. Ich habe ja schon ein bisschen Erfahrung in Survival Games, gute und schlechte, und würde mich natürlich freuen, wenn was Positives dabei rauskommt, weil ich hätte auch echt mal wieder Bock auf ein bisschen neuen Wind in der Szene. Und so, ich würde sagen, wir starten jetzt mal rein. Schreibt natürlich in die Kommentare, was ihr davon haltet, was eure Meinung dazu ist, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und wir sind hier direkt mit dem Auto unterwegs. Also tatsächlich, das Spiel spielt im postapokalyptischen Amerika. Ich hoffe, man hört mich nachher laut genug, weil der Sound ist mir sehr laut. Es gibt wieder Zombies. Wer hätte es gedacht? Es gibt PvE-Gegner, also andere Menschen quasi. Und es gibt andere Spieler wie du und ich, die sich in Gruppen zusammentun oder eben gegenseitig bekämpfen. Man ist zu Fuß unterwegs oder in einem Fahrzeug. Es gibt für viele verschiedene Fahrzeuge auch verschiedene Panzerungsstufen und die verbrauchen dann auch unterschiedlich schnell Benzin. Das wurde hier auch schon angezweifelt, dass der Benzinverbrauch wohl exorbitant groß ist bisher noch. Aber wir werden sehen, was sich noch wie entwickelt. Links unten seht ihr, es gibt eine Frostzeichen, das heißt, hier können auch Schneestürme passieren, das sehen wir vielleicht nachher noch. Und wenn es dann richtig stürmt, dann stirbt man auch relativ schnell wohl, wenn man der ungeschützte Kälte ausgesetzt wird. Daneben ist eine Energie, ein Essensbalken quasi und ein Getränkebalken. Die sollen wohl an sich relativ human sein, also man soll nicht alle 2 Minuten irgendwas essen müssen. Aber das werden wir vielleicht auch im Laufe des Videos sehen, wie schnell das runtergeht. So, an sich zu der Grafik gibt es natürlich nichts zu meckern. Unreal Engine, die neueste, sieht natürlich hammergeil aus. Und ja, jetzt gucken wir mal weiter. Landschaftstechnisch natürlich auch nice. Also es gibt einmal Großstädte, wo wir, glaube ich, vielleicht auch nachher noch sehen. Und es geht so ein bisschen hier über Land und über Berge, was schon sehr ansprechend ist. Also es sieht schon richtig nice aus. Ich hoffe nur, dass die Game-Physics nachher nicht reinscheißen werden bei dem Game. Da habe ich so ein bisschen Angst, weil meistens sehen halt die Trailer nice aus. Hier sieht man jetzt also quasi ein anderes Fahrzeug, wo kaputt gegangen ist. Das heißt, hier ist eventuell dann jemand unterwegs. Das ist jetzt ein Mate von dem. Es ist alles wohl In-Game-Footage. Und ja. Ich bin auf jeden Fall natürlich gespannt. Ich werde auf jeden Fall auch dabei bleiben. Okay, Sound ist... ist nice schon. Okay, da kommen dann direkt die ganzen Zombies. Hat auf die Pistole geswitcht. Ja, das habe ich auch schon gemeint. Also dieses Zielen ist so ein bisschen schwammig. Das ist jetzt, glaube ich, nicht jemand, der das schlecht macht, sondern es ist einfach so wahrscheinlich gewollt.
um das Ganze nicht so einfach zu machen, vermute ich. Deswegen sieht es so ein bisschen schwammig aus. Sounds sind okay, sind nice, passen auch zu dem, zum Ambiente. Zombie-Geräusche sind auch ganz cool soweit. Ich glaube, ne, der hört jetzt wahrscheinlich, ob da noch irgendwo jemand ist. Gelände und alles ist so ein bisschen, also es lehnt sich ein bisschen an The Division an. DayZ, Days Gone and The Last of Us. Also ich muss ja schon direkt sagen, so, es ist schon okay, aber du merkst so, die Zombies haben kaum so ein Feedback, wenn die Kugeln bei dem einschlagen. Also der fliegt dann halt einfach um, du ballerst rein und der fliegt um. Und oh, hier gibt's richtig viel zu trinken. Was hat er jetzt gelootet? Getränk. Sowas ist natürlich halt, ja, ist schwierig. Das ist halt dieses typische Loot-System, was man wahrscheinlich bei allen gängigen Survival-Games gerade sieht. Eben, und das finde ich auch ein bisschen schade, auch so die Ausrüstung, was der anhat, sieht schon nice aus, aber es hat auch nichts Neues. Wenn man sich Deadside anschaut zum Beispiel, das sieht halt irgendwie einfach gleich aus. Und das ist halt immer das, was so meine Befürchtung ist. So, was ist schon mal nice und Feature, einfach so Musik anmachen, Strom anmachen, feier ich. Holt Getränke raus, Inventar und alles sieht halt, finde ich, jetzt so 1:1 wie bei Deadside aus. Muss jetzt nicht unbedingt negativ sein, warum soll man es auch unnötig kompliziert machen? So ein, und ein bisschen aus Mist, ein bisschen. Es wird keinen Basenbau geben, aber soll wohl großer Wert auf Crafting gelegt werden. Und es soll irgendwie so eine Option geben, eben sich irgendwo so ein kleines Lager, ein Lagerfeuer oder ein Zelt oder irgendeine so eine Zwischenstation quasi aufzubauen, aber eben keine richtige Space Building. Sonst Atmosphäre geil, Lichter sind geil. Grafik ist halt Unreal Engine, ja, da kann man nicht groß viel dazu sagen. Die Zombies könnten noch ein bisschen mehr Trefferfeedback bekommen. Ah, hier kann man dann reparieren, quasi die Fahrzeuge oder was. Hier sieht man so ein bisschen das Crafting-Menü, also die Heilungssachen fallen, was schon ziemlich nice ist. Wo man sich dann vielleicht so auch Gebäude irgendwie verbarrikadieren kann mit Fallen oder eben jagen eventuell mit den Fallen, um sich Fleischquelle zu sichern. Ja, okay, sowas ist halt... Ja. Hat sich jetzt das Auto repariert? Hatte der Autoreifen dabei? Ich habe es gerade gar nicht geachtet. Jetzt sind sie zu zweit im Fahrzeug unterwegs. Also man sieht, der Sprit geht schon relativ schnell runter. Ja. Es wird eine NPC-Stadt geben, also so eine einheitliche Stadt quasi, die heißt Woodbury Survival Colony. Da gibt es dann Händler, NPCs und kann eben mit anderen menschlichen Spielern in Kontakt treten oder eben auch Aufgaben bekommen. Sowas sieht schon nice aus hier, also atmosphärisch sieht es schon mal richtig gefällig, schmecklich aus. Ich krieg auch schon wieder richtig Bock, ich merke das. Aber ich bin, wie gesagt, bei dem letzten Spiel, wo ich so gehypt war, wurde ich halt maßlos enttäuscht einfach von dem Ergebnis. Und der Publisher hier, Fantastic, hat halt auch schon schlechten Beigeschmack gelassen. Wenn man da ein bisschen recherchiert, was die für Spiele rausgebracht haben, ist es halt meistens nicht so gut gelaufen. Ich will jetzt nicht mega drauf eingehen, weil ich auch nicht jetzt irgendwie anhand von dessen das Spiel verurteilen möchte. Ich hoffe, wie gesagt, immer das Beste. Aber ich will mich jetzt auch nicht selbst zu krass hypen, weil ich dann vielleicht auch einfach mehr enttäuscht werde. Neben den Zombies und den anderen Menschen und eben anderen Playern ist natürlich Hunger, Durst und Kälte, was einem noch Schaden zufügen kann. Also es können dann auch, ich glaube, das kommt jetzt hier gerade sogar, also es kann auch stürmen. Und eben auch Schneesturm kommen, Tag-Nacht-Zyklus gibt's. Und das ist halt schon nice, auf jeden Fall. Ich sag, glaube ich, die ganze Zeit ist nice, weil ich mich schon wieder so, eigentlich schon wieder so drauf freue. Und ich einfach nur hoffe, dass es halt cool wird. So, dass es kein Baseball gibt, ärgert mich schon wieder ein bisschen. Weil eigentlich das, glaube ich, nicht so schwierig ist. Aber ich will es auch nicht, wie gesagt, zu verurteilen oder die denken sich dann vielleicht schon was dabei. Dass es eben kein Baseball gibt. Oh, da ist ein totes Pferd. Und ja, wenn man sich so ein kleines Zwischenlager baut oder eben wieder immer wieder in die NPC-Stadt muss, um sich irgendwo was einzulagern oder eben bei den Händlern was zu traden, hat ja auch schon was. Und
Schleichen und Verstecken ist ein großer Aspekt, auch Ausnutzung der Natur. Also wenn es jetzt gerade stürmt und man geht irgendwo schnell raus oder plant irgendwo einen Angriff, kann man sich auch einen Vorteil verschaffen. Generell, die wollen die Waffen sehr realistisch halten. Was ist das, eine Kamera? Also, dass du quasi auch zum Beispiel jetzt mit einer Rüstung, wenn du dir eine Rüstung anziehst, dann hält die halt Pistolenschüsse ab, aber eben nicht vom Sturmgewehr, die Kugeln. Und sowas wie Schuhe, Schuhe und Mütze oder so, addet keine Armor Points dazu. Ist da jetzt eine Alarmanlage losgegangen oder was ist das? Boah, krass, was piepst du? Das ist eine Alarmanlage oder was? Die kann man jetzt ausmachen. Ah, okay, jetzt müsstest du deinen Code eingeben. Krass, was passiert dann jetzt? Lockt es die Zombies an? Ah, okay, jetzt geht der Alarm los. Und jetzt lockt es die Zombies tatsächlich an. Krass, kann man sich da jetzt irgendwie verbarrikadieren? Das wäre noch nice, ob die Tür vernageln oder so. Oh shit, okay. Also man sieht so, dass der zielt immer so ein bisschen schwammig, aber das ist, glaube ich, so gewollt, meine ich. Dass es halt auch vielleicht einfach nicht so einfach ist. Aber es ist halt irgendwo auch so, ich weiß nicht, ob die das jetzt fürs Feeling machen. Die ballern halt pro Zombie so ein Magazin raus. Vielleicht muss man das jetzt, weil das Aiming so schwer ist. Ich weiß nicht, ob so dann quasi mit so einem mit einem einfachen Headshot das vielleicht getan wäre, so wie jetzt hier. Aber das sieht schon ein bisschen tricky aus. Und wenn man dann arm an schwachen Munition ist, ich weiß nicht, so für jeden Zombie so ein Magazin, klingt halt krass auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das so nice ist. Der Recoil soll auch nicht so der Hammer sein. Also zwischen Pistole, Shotgun und Sturmgewehr ist halt auch kein wirklicher Unterschied. Das ist schade, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Da gibt es wesentlich wichtigere Sachen, finde ich, in meinen Augen, an so einem Game. So, die Schränke looten, alles, nichts Besonderes. Ist halt 0815, muss nicht schlecht sein. Mal gucken, wie es weitergeht. Was ist das? Jetzt kommt da Polizei, oder was? The fuck? Ah, okay, krank. Die haben jetzt den Alarm da gehört, oder was? Das halt, das Feeling ist schon nice. Erst musst du die Zombies vom Hals halten und dann kommen halt andere Spiele. Oder sind das jetzt NPCs? Das weiß ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Und dann muss man gucken, was man macht, was passiert oder ob man einfach abhaut. Guck mal, da sind jetzt zwei... Das sind jetzt NPCs wahrscheinlich. Also wenn eine Alarmanlage losgeht, kommt halt so ein Sturmtrupp quasi. Krass. Der versucht jetzt da reinzukommen und weiß den Code wieder nicht. Sie bleibt so lang. Oh ja, okay, der kennt den, hat den Schlüsselcode oder was? Also da kann er jetzt rein oder was? Ist das so eine kleine Unterbringung oder? Warum kennt er den Code? Wer weiß, wer weiß. The day before. Noch so ein Punkt ist, glaube ich, Mytona ist so ein, glaube ich, so ein großer Mobile Game Publisher, wo auch schon eben gleich so Punkte wie Pay-to-Win Aspekte oder eben ja Geld für Mikrotransaktionen oder sonst irgendwas mit ein Thema ist. Leider. Ich hoffe nicht, das wäre natürlich richtig krass. Aber im Endeffekt, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Gebt natürlich auch gerne einen Daumen hoch. Und abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos zu dem Game zu verpassen. Und dann sage ich mal, ich bin gespannt. Ich versuche mich nicht zu krass zu hypen. Ich bin aber eben schon etwas gehypt. Und wann und wo neue News erfahrt ihr hier. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.